Ich muss warm werden mit Space Marine Flotten. Die sind so eine Sache immer. Ich will meine Mechanicus-Flotte wieder haben. Ich brauche meine Nova-Kanonen. Das geht nicht. Du hast bisher eine Nova-Kanone. Nächsten Zug hast du vielleicht zwei. Nachdem, wie viel Geld wir übrig kriegen. Du musst kein Salz in die Wunde streuen. Weil wir sind immer noch ein bisschen sehr bankrott. Okay, das Schiff hat ein Warp-Risiko. Das Schiff erleidet einen zufälligen kritischen Schaden. Es ist nicht. Oh. Nein, das Schiff ist noch da. Die Waffen des Schiffs sind allerdings vollkommen im Eimer. What? Schau, in welchem Zustand das Space Marine Schiff ist. Es hatte wohl, wären die Schilde runtergegangen, das Schiff wäre gestorben. Oh, fuck. Und es hat Wie dazu ist noch ein. das passiert? Ich habe einmal gerammt und irgendwie schon das Schiff nicht so überzeugt davon zu sein. Nur noch zwei von sechs. Die Gladius hat nur noch zwei von sechs Besatzung. Ja, aber die ist noch für 2 von 6 Besatzung der Stufe 2. Welches Das Schiff ist habe doch ich ein. benutzt? Die Gladius ist doch meine. Okay, ja, deswegen ist Frage gerade, welches Schiff habe ich benutzt? Wie geht's den Schiffen, die ich in den Grund gefahren habe? Naja, die Space Marine Flotte wird sich erstmal ein bisschen regenerieren müssen. Nach Sabena können die Flotte, die wir aufgebaut haben, auf keinen Fall. Heilige fucking Scheiße. Die Banker, das ist erst tot. Ja, die ist einfach, die hat einfach zerrissen. Sie ist nicht tot, aber sie ist im Koma. Ein bisschen. Die ist erstmal out of order für eine Weile. Bereit für Zugbeendung. Ja. Oh. Genau, verstärkt euch ein bisschen. Abyss, was hast du mit deinem Kopfhörerkabel? Oh, wir können wieder Sachen ausbauen. Nein, Kater! Kater! Nein, nicht das Kopfhörerkabel zerlegen. Okay, Fremax und Cantrell brauchen wir noch. Sabena kann also am ehesten warten. Fremas und Cantrell kriegen wir sogar ziemlich einfach. Aber Fremas können wir jetzt einfach kriegen. Theoretisch könnten die beiden. Nein. Mein Gedankengang war, theoretisch könnten die beiden Flotten, die wir da haben, Fremas einnehmen gehen, wenn wir sie reparieren würden. Aber die Wahrheit ist nein. Hashtag Free Hong Kong. Für nix. Was? Du weißt, dass ich jetzt auf der Liste des chinesischen Geheimdienstes stehe, oder? Ah, damn. Wir sind für tot. Also wenn ich spontan verschwinde, Phoenix ist schuld. Bewegt das Teil was? Verstört. Zerstört? Was zerstört? Sankt Josmans Hoffnung. Ist als Planet einfach Ah ja. zerstört. Ja. Cardia ist zerstört, aber ist ein Symbol. Also Sankt Josmans Hoffnung können wir nichts damit entwickeln. Nee. Schade. Mit bei Kla Kla Klauso Klei Kleisos? Kleisas? Oder so? Wenn Genau. wir das ausbauen, würden wir 5 Ressourcen kriegen. Ja, nimm mit, weil wir brauchen die Ressourcen gerade. Wir werden die Ressourcen im Nachhinein brauchen, auch wenn das gerade sehr viel Geld kostet. Oh ja, wir schon verreden. Pass auf, ich werde Folgendes machen. Ich entmantle die Gladios. Um 100% seinen Ruf zurück, sein Zeug zurückzukriegen. Das haben wir gemacht, damit wir solche Sachen eben machen können. Das Schiff wird erstmal außer Dienst gestellt. Damit lässt sich nämlich unsere offensive Flotte reparieren. Mit dem Geld, das wir daraus gezogen haben. Denn jetzt können die beiden Schiffe weitergehen und Fremas einnehmen. Oder zuerst nach Cantrell. Was gibt's mehr gerade? Cantrell ist eine Fabrikwelt.
Dann Kantrel. Kantrel. Ja, ist eine schwerere Schlacht, aber definitiv sollten wir Kantrel mitnehmen. Ich bin Risskreis. Oh ja. Ich seh nur meine Flotte dann sowieso, wenn sie zum falschen Ort kreist. Denn ja, da wir brauchen die Fabrikwelt. Wir brauchen die 20, 40 und 80 Ressourcen pro Zug. Gemessen daran, wie blank wir sind. Fremas kann dann nachkommen. Okay. Quicksave. Quicksave. Und Schlacht. Cool. Einsatzbefehl. Alle Schiffe sind dabei. Wir können diesmal alle Schiffe mitnehmen. Okay. Schlachtruf. Da freue ich mich. Nur ein bisschen Angst vor einem Absturz und Schlacht. Nessaya, nimm diesen Toaster an. Was du nicht sagst, Abyss. Fängt an, neben mir zu maunzen und sich zu rollen und zu reden. Anhängliches Tierchen. Niemand kann sagen, dass Katzen unabhängig wären. Wenn dieses Tier mal fünf Minuten nicht. Wenn dieses Tier fünf Minuten nicht in meiner Nähe ist, fängt er an zu schreien und zu weinen. Ja. Phoenix hat heute beide wieder einen Toaster geopfert und hofft, dass es was bringt. Bisher auf jeden Fall. Noch der Omnissaya ist. Der Omnissaya ist mit uns. Noch. Ja, du kleiner Kater, du kleines flausche Kätzchen. Okay. Oh. Bisher war alles Zerstörung von Schiffen. Stimmt. Wo zum Fix sind die Points? Ich habe auf zufällig geschaltet gehabt. Okay. Ich gönne mir mal wieder die Nahkampfkreuzer. Schalte die erstmal alle auf Festhalten, um Ordinanz abzuwehren. Wir können den Feind wieder kommen lassen. Wir können uns wieder in dieser riesigen Rauchwolke, in diesem riesigen Nebel vor uns verstecken. Erstmal doppelt alt. So. Ja. Können wir machen. Okay. Ha, zwei Scanships. Okay. Oh, warte, das müssen wir mal gucken. Die geht mir einmal auf Nachladen. Cleesfeed und. 1, 2. Und das Stress 0101, das 3. Nächste ist. Okay. Was mit dem Schiff, das hat auch. Ja. Und das Stress 0101, das nächste ist. 5 und 6. Die gehen auf 9. 9. Du gehst auf. Ja. Okay, dann. Was die Firestorm angeht, kann es sich übrigens lohnen, die auf Angriffswinkel nach vorne zu stellen. Weil die halt die Lanze vorne hat. Okay. Okay, sie guckt dann, was direkt für Geschwader entgegenschicken. Lock on target. Okay, wir müssen auf jeden Fall uns ganz gut clustern in den Nebel hier drin. Underway. Ich gehe davon aus, dass sie wieder auf Spire losgehen wollen. Das heißt, wenn wir vor einer defensiven Formation. Ah ne, sie sind nicht zurück, jetzt wo wir im Nebel verschwunden sind. Oh. We serve. Sehr gut. Understood. Soll es einen Scanner vorschicken, um. Schleichmodus? Mhm. Ja, du könntest in die vorgeschobene Gaswolke da vorne schieben. Das macht Sinn. Wir müssen einfach nur wissen, wann die Feinde in der Nova-Kanonenreichweite sind. Ja. Zeigst du, könnte die Tyrant noch ein Stück weiter nach vorne. Your orders? So, erstmal Retros zünden bei meinen
bei meinen drei Schiffen hier vorne. So kann ich nämlich das Schiff auf der Stelle drehen lassen und dem Dritten ein paar Torpedos entgegenschicken, sobald das geht. Die werden mein Schleißfahrzeug wahrscheinlich schon identifizieren, bevor ich in der Gaswolke ankomme. Coordinates acknowledged. Melter-Torpedos sind geschickt. Gut. Feuer an Bord! Setting course. Feuer an Bord! Zieh dich, du kannst ja einmal scannen und dich dann zurückziehen in die Nebelwolke hinter uns. Oh, ich habe sogar dahinter was angezündet, trotz allem. Okay, kann die Nova-Kanone. Oh ja. Sag nichts, ja, jetzt bewegt es einen Millimeter nach da. Oh, die haben einfach einen ganzen Bonbon-Geschwader auf die Sword-Class-Fregatte geschickt und die einfach weggesprengt. Oh. Okay. Oh, ich sage, das klang gut. Was gab, als das ist nämlich direkt mit meiner Nova-Kanone explodiert. Okay, wir wurden aufgedeckt. Bewegung. Oh Gott, was eine Vernichtung stattfindet. Ich möchte, dass ihr hier Feuer. Vorne mal stehen bleibt. Wechselt auf Nachladen. Bleib bitte mal da alle stehen. Meine Nova-Kanone braucht ein bisschen. Der kriegt ein paar Blitzschläge. Und bitte stehen bleiben. Dankeschön. Und jetzt der Nova und Plasma. Und meine wunderschöne Nova-Kanone. Das löscht. Das löscht richtig. Oh ja. Und was noch besser ist? Ja, was? Ah, dann geht man nicht. Okay. Hier ist eine Meuterei, das ist schön. Oh, warte. Jetzt sehe ich gleich, was noch besser ist. Du gehst nach dahin. Feier. Oh. Not good. Bye, friends. We are ready to serve. Dann schon was getan, was er tun musste. Es stand da ganz genau richtig, damit ich kurz einen Warpsprung darüber machen konnte. Und jetzt, bam, Junge. Hallo. Not good. Guten Tag, ich bin hier, um euch den Tag zu ruinieren. Bitte einmal wenden. Du komm mal hier runter. Oh, festhalten. Und entern. Schilde wegschießen. No, blitz an den Omnissire. Auf, falsches Schiff. Das ist das riesige Schiff. Aufschalten. Schiff nach vorne schießen. Da drauf. Da, jetzt, du bist in der Reichweite. Schiff ist noch da, okay. Ja. Scan. Nachladen, bitte. Beginn Rearmament. Enter-Manöver, bitte. Schick den Paskitari rüber. Torpedos sind raus und Rammgeschwindigkeit ist direkt hinterher. Tokyo Drift und gib ihm. Okay, wir haben die Feindlichflotte gerade gelöscht ohne Ende. Und es war nur eine einzige Nova-Kanone, die wir benutzt haben und eine Plasma-Bombe. Das ging flott. Ein wunderbarer Einsatz der Stasisbombe für die Nova-Kanone. Das hat die Flotte gelöscht, die da hatten. Ja. Die Nova-Kanone macht übrigens ungefähr doppelten Schaden an Escort-Schiffen. Das heißt, Escort-Schiffe werden einfach geinstakillt, wenn die von zwei Schiffen getroffen werden. Hab es ein bisschen bemerkt. Gut, wir haben aber auch ein Schiff verloren, muss man sagen. Unsere Sword-Class-Fregatte wurde einfach von deren Bombergeschwadern gelöscht. Die war weg.
Ich hab drauf, ich war kurz am Achten, ob die Schiffe noch in der Nova-Kanone drin sind, weißt du? Ja. Und dann explodiert die Nova-Kanone und dann so, nice. Und gleichzeitig mit der Explosion explodiert mein Fregattenschiff. Die wurde einfach rausgeprügelt. Neben, ich hab gesagt, that sounds good. Während mein Schiff explodiert. Und es ist We can't dieses take much more. That sounds Reaktor. good. Es hat einfach Oh. nicht Noch bemerkt. besser, Cambrys, das kann aufsteigen. Aber es war kein Mechanical-Schiff, ne? Nein, das war. Doch, doch, das war deine Sword-Fregatte. Es war meine Sword-Fregatte. Es war deine Sword-Fregatte. Du hast deine eigene Sword-Fregatte gelöscht. Oh. Jetzt bin ich traurig. Aber dein Mechanicus Admiral kann aufsteigen. Kann damit eine Fähigkeit kriegen. Ist nämlich den transdimensionalen Blitz, oder? Der ist gut. Auf jeden Fall. Denke. Ja. Okay. Gut. Was Not, kann ich sonst also, noch tun? eine Reparation ist nötig. Wir haben eine komplett gefickte Flotte hier drüben in Barisa, die nicht in der Lage ist, irgendwas zu tun, denke ich. Positive Sache. Wir sind bei positiven Einnahmen. Ja, wir machen gerade immer noch. Wir machen theoretisch 7. Wenn die Ja. 100, wenn die 100 Bonus nicht wären, würden wir 7 7 pro Runde sind machen. besser als minus 20. Das ist wahr. Wir müssen das Gebiet ein bisschen vernünftig einnehmen. Das nächste Ziel ist Fremas. Danach können wir uns auf Sabena stürzen und dann bauen wir das Gebiet aus. Ich gebe das Genau. bereit. Ich mal schnell gespeichert habe. So. Wir können den Zug beenden. Nur auf breit gedrückt. Okay, scheinbar hat mein Bereich nicht gezählt. Wahrscheinlich, weil ich gespeichert habe. Okay, wie geht's unseren Schiffen hier? Geringe Dringlichkeit. Die Kampagne zeichnet sich kleine Schlachten und leichte Rückschläge aus. Die Feinde nutzen dies zu ihrem Vorteil. Die Bedrohungsstufe aller Fraktionen wird um 1 erhöht. Ja, das ist kein Problem. Wenn dieser Balken hier unten übrigens voll ist, dann ist es Ich würde sagen, verloren. wir. Aber der wird nicht Ich voll würde sein. sagen, wir bauen Xersia aus. Die Makropolenwelt. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Wir brauchen das Money. Der nächste Ausbau, den wir auf jeden Fall machen müssen in der nächsten Runde, ist tatsächlich Cantrail. Fabrikwelt. Gibt nochmal 20 Ressourcen obendrauf. Okay, unsere beiden Flotten hier oben zu reparieren würde. Und, okay, ich hätte überlegt, ob wir in der Lage wären, jetzt tatsächlich noch einen Kreuzer zu kaufen, aber wir sind zu pleite. Ich denke, wir können die 5 ausgeben für die komplette Reparatur unserer beiden Flotten und dann gehen wir Fremas einfach zusammen prügeln. Im Fall der Fälle, kann es mir deine Regatta ausleihen? Luf! Was hast du mit deiner Fregatte gemacht? Ja, du kannst dir die Fregatte ausleihen. Okay. Ich habe kurz bis Einsatzbefehl. hingeguckt. Was kann es denn dafür? Bedenke, es hat Schlachtruf. gerade dafür habe es ganz viele kleine Fregatten vom Gegner ausgeschaltet. Das ist wahr. Was ist ein Genozid im Vergleich zum Massenmord an vielen Gegnern? Was ist schon so ein kleines bisschen Genozid im Namen der Selbstverteidigung? Ich werde diese Fregatte vermissen. Es war zum Glück noch nicht die Debt Collector. Wir müssen doch gleich den Schiffsnamen umbenennen. Sylvanas hatte einen Ja, Namen bestellt. Rigorous of the Inquisition müssen wir noch benennen. Wir haben aber nicht entschieden, welches Schiff so heißen sollte. Ich denke, wir können die Dauntless benennen. Die Dauntless hat bisher einen guten Job geleistet und die verdient es, einen Custom-Namen zu bekommen. Und wir müssen uns eine neue Sword-Fregatte beschaffen, die. darf ich die Fregatte gleich benennen von dir? Die Firestorm-Fregatte meinst du? Hast du eine Idee für den Namen? Denn Debt Collector ist eine Sword-Fregatte, das müssen wir wissen. Welche Fregatte haben wir gerade? Wir haben eine Firestorm. Okay, ja, also ja, der hat Namen. Okay. Ich nehme wieder die. Du kannst die Fregatte haben und ich nehme wieder die Kreuzer, die leichten und den.
regulären. Steuerung 1. Zack. Solange ich meine Nova-Kanonen habe, ist alles okay. Bruder? Es points! Points! Oh Gott, das wird ein Massenmord. Ich wollte gerade schon sagen. Bruder, bist du sicher, dass du auf zufällig gestellt hast? Und dann gucke ich nach oben. Oh, Points. Points ist gut. So, dein Schiff markiere ich mir dennoch sicherheitshalber auch nochmal auf die Tastatur. Nachladen und... Genau, stimmt, guter Punkt. Gleisfahrt. Fangen wir erstmal an mit... Festhalten. So, und bereit. Bereit. Okay. Ich will auf die Hoffnung, dass der Feind diesen Point annehmen will. Ah, diesen Point. Der Feind wird diesen Point annehmen wollen. Wir müssen nur in der Lage sein, dass Nova-Kanonen in der Lage ist, heranzukommen. Das heißt, gib Gummi. Rouse the engines to fury. Heading acknowledged. Welchen Point nochmal? Den hinteren? Den hinteren müssen wir beschießen können. Das heißt, wir versuchen, den vorderen da einzunehmen. Okay. Changing course. Wir müssen in der Reichweite sein, damit Nova-Kanonen und Plasmabombe gezündet werden kann. Und Stasisbombe wahrscheinlich auch noch. Genau, Stasisbombe zuerst und dann direkt hinterher Nova-Kanonen und Plasmabombe. Ein bisschen Stasisbombe, sobald der Gegner auch nur auf die Idee kommt, den Punkt zu betreten. Ja. Der wird einfach aus der Existenz gelöscht. Höchstwahrscheinlich. Aye, Admiral. Engaging engines. Scan. Zwei Torpedos zum Wachwerden schicken. Scan muss man lässt. Was für eins ist das überhaupt hier hinten? Es ist ein Kreuzer auf jeden Fall, ein leichter, den ich schätzen würde. Das da hinten ist ein Escort-Schiff. So, es wird wahrscheinlich noch ein Ticken näher rangehen müssen mit meinem, um die Stasisbombe zu schicken. Du kannst ja sehen, wie weit du die setzen kannst. Du musst einfach nur in den Bereich irgendwie reingucken. Understood. Okay, sie beschießen uns schon. Das bedeutet, wir müssten schon scannen können. Sehr gut. Das ist nur eins. Einmal eine... Over. Ship ready. So, du gehst auf Aufschalten und schießt gerade drauf. Sieht so schön aus. Bye. Nice. Plasmabombe folgt direkt schön den Fußes. Und Torpedos auch. We are ready to serve. Dran, aber für den ich sehe keine Ordinanz, komm dementsprechend nachladen. Du bleibst auf Festhalten, weil du rammen musst. Du bleibst auf. Der ist weg. Der wurde ins beschissene Schattenreich geschickt. Der sagt Ade. The enemy has seized the strategic area. Okay. Luf? Ja. Folgendes. Schick deine Fregatte darüber zum anderen Punkt, der gerade eingenommen wird, dem feindlichen. Ah. Auf der anderen Seite. Und wir lassen unsere ganze Flotte ein bisschen hier den Punkt hier einnehmen. Welcher Punkt eingenommen wird es? Der da weit weg ist, der da. Ah, oder? Meine Fregatte. Genau, deine Fregatte in diese Richtung einfach schicken. In die Richtung, ist da rein, okay. Genau, einfach nur in die Richtung schicken. Also zum nächsten Punkt, also zum Punkt daneben. Genau. Genau, das ist gut. Das ist sehr gut. Lass sie auf Turbo gehen. Vertrau mir da. Ja, es muss... Oh, es muss Retros, es muss machen. Machine Spirit appeased. Zack, und... Coordinates acknowledged. Bruder. Ja. Dein Schiff. Was macht mein Schiff? Bitte beweg. Ach so, dieses. Ist. Wieso bewegt es sich nicht? In jedem Fall, was es da drüben angeht. Ja, das ist jetzt weg. Einmal scannen. Hallo. Ah. Schön. Also, es kann vergessen, das Schiff zu benennen, ne? Nein, zieh es zurück mit Turbo. Ja, ich geb den Truppentransfer. Truppentransfer? Ich hab den Truppentransfer gegeben, damit du ein bisschen besser durchhältst. Wie Truppentransfer?
Hä? Ich hab auf der Schiff Truppentransfer gegeben, damit sich das Entermanöver nicht stirbt. Jetzt gibt's mit Turbo weg. Schließ mit Turbo weg. Ich habe kein Turbo. Achso, ich sehe gerade. Na gut, du, dann. Du hast gesagt, wir sollen mit Turbo da hingehen, dann muss es. Du bist abgelenkt von deinem Schiff, das aus irgendwelchen Gründen es nicht bewegt hat und mir die Vorfahrt genommen hat. Ja, Vorfahrt ist eine Sache. Ship ready. Nur Turbaton kann es gerade nicht mal machen. Understood. Nein! Okay, du kannst. Turbo! Aber nicht ins Asteroidenfeld. Ja, ich hab's bemerkt. All ahead, full. Motor rein. Nein! Akzeptiere ich nicht. Aber... Der will es gerade anders belegen, der dich gerade beschießt. Fahr, mein Kind! Und du meinst, du bist lustig? Ich glaube, mein anderes Motorei. Scheiße. Hab ich Sammeln hier? Dein Admiralschiff hat das. Mach Sammeln Motorei weg? Ja, aber Schiff verbrennt gerade, glaube ich. Oder? Das Feuer geht richtig weg. Gib einen. Kannst du Notwarpsprung in Auftrag geben? Befehl zurückziehen, Notwarpsprung. Bye! Please! Impossible, Admiral! Please survive! Ich hab einen Namen für das! Du kannst doch nicht. Oh oh. Okay, es ist sicher. Okay, es ist, pass auf, jetzt stirbt's einfach im Warp. Borders have caused internal damage. Engaging. Pause. Ich halte nicht Pause. Underway. Erstmal Retros. Ich sehe da direkt die. Ich will Schub geben, kommt dir direkt zur Scheiß Nova. Wieso bist du eigentlich auf. So, du musst da vorne sein. So. Du bist auch nicht auf. Was ist falsch mit dir? So. Ach, und. Ich glaube nicht, dass ich das zulassen werde. Ich habe gerade einen Castellan-Manipul auf sie teleportiert, während sie explodiert sind. Bitte Stirbnis im Warp. Bitte Stirbnis im Warp. Ein Warpsprung kann schon mal Probleme mit sich bringen. Wobei, das Space Marine-Schiff hat es überlebt. Das Schlimmste passiert ist, dass das Schiff wahrscheinlich ein paar komische Kratzer haben wird. Neven, bedenke den Zustand des Schiffes. Ja, das Space Marine-Schiff war in genau diesem Zustand. Hey, okay. Ich bin froh, dass das Feuer rechtzeitig ausgegangen ist. So. Die Frage, hat sie überlebt? Das Schiff kann sich erst am Ende des nächsten Zuges des Spielers zurückziehen. Okay, das Schiff kann sich einfach nicht nochmal zurückziehen. Es lebt also noch. Okay. Oh. Faith and fervor are returning to decimated worlds. The might of the Imperium is marshalling for vengeance. That's good. Our security battalions are at a low ebb. I'll oversee the press gangs. Genau, machen ein bisschen Zwangsrekrutierung. So, sie haben 300 Ruhmpunkte erhalten. Die Reparaturrate aller imperialen Flotte im Kalia-Sektor wird um 5 Züge lang um 20% erhöht. Das ist hilfreich. Okay. Ah genau, du benutzt das Schiff gerade, okay. Demius Binary. Wann kriegen wir die nächste Klasse? Denn dann möchte ich bald eine haben, eine Overlord. Ich möchte nämlich einen Overlord haben für Spire. Für den Moment, bis wir eine Retribution haben dürfen. Du brauchst gerade ein bisschen, oder? Moment. Hier ist ein Sword. Und die Sword, die wir dabei haben wollen, sollte bei der Hauptflotte dabei sein. So. So,
Dauntless Fortitude. Was? Ernsthaft? Okay, geh nochmal weg. Okay, ich geh nochmal weg. Nee, bei mir ist es wieder Rüstes. Bei mir ist es Rüstes jetzt. Wie hattest du sie genannt? Das wird dir nicht angezeigt? Ist es für jedes Spiel anders? Ja, scheinbar schon. The Other Fregatte. What? The Other Fregatte. Frigate oder Fregatte? Fregatte, also Frigate, also Schiffstyp. Also im Deutschen geschrieben oder im Englischen? Ich glaube im Deutschen. Ich bin mir nicht sicher. Also The Other Fregatte, okay. Ja, weil ganz einfach, weil es die Fregatte war, die überlebt hat. Okay, den leichten Kreuzer Dauntless, den wir haben. Sulavs Bladen, nein. Das wird umbenannt. Ich glaube, es werde alle Fregatten, wenn das für jede Person gleich anders ist, wird es all meine Fregatten, außer die einen, die. Wird es all meine Fregatten die andere Fregatte nennen. In Erinnerung an die Vergessene. Rigorous of the Inquisition. Benannt nach dem Wunsch von Sylvanas. So, und die Debt Collector gönnen wir uns bei Zeiten irgendwann mal.